how they seem to pass. Questions we used to ask. Where did they go so fast? Sweet pictures of way back when I fell in love again. Who was that dear old friend? White, beautiful wedding dress, coming up happiness when you lost into rest. Kids playing out in the street, people you had to meet, pictures of life so sweet. Das hast du doch versprochen. Mhm. Das ist einer von meinen Freunden. Guten Tag. Heutzutage ist es modern, mehr als einen Freund zu haben. Aha. Aber Timmy ist der einzige, den ich heute finden konnte. Du hast also mehr als einen Freund. Es ist doch viel besser, mehr als einen Freund zu haben. Für den Fall, dass einer von den Jungs seine Meinung ändert. Aber du bist zu alt, um zu begreifen, wie sich die Beziehungen zwischen den Geschlechtern verändern. Oh. Mädchen müssen sich selbst schützen. Wie viele Freunde hast du? Lassen wir das Thema lieber. Ich verstehe, dass du darüber nicht sprechen willst. Mit dem Alter wandeln sich die Werte. Wenn ich mal so alt bin wie du, wird mich das auch nicht mehr interessieren. Wer ist das dort? Nur ein Jogger. Ich finde, er sieht aus wie ein Kaninchen. Geh nicht weg, ich möchte dir jemanden vorstellen. Rabbit, Rabbit, Rabbit. Das ist er. Er ist ein fanatischer Jogger. Läuft er immer dieselbe Strecke? Immer. Zuerst war es schwierig herauszufinden, was er demnächst machen wird, doch er läuft wie eine Maschine. Immer dieselbe Strecke. Das vereinfacht die Sache. Er schuldet der Organisation ein Vermögen. Der Boss will ihn weghaben. Für dich sind 50 Riesen drin. Schaffst du es? Ist ein Kinderspiel. Thank you.
Können Sie mich hören? Ist alles in Ordnung? Was ist denn mit ihr passiert? Wahrscheinlich ist sie ohnmächtig. Sie ist eine sehr sensible Person, wissen Sie? Manche Leute werden ständig ohnmächtig, wenn sie Blut sehen oder so. Ist irgendetwas mit Ihnen? Nein. Es ist nichts. Was meinst du damit, Alice? Du bist doch weiß wie eine Wand. Fühlen Sie sich nicht wohl? Sind Sie krank? Nein, nein, es ist weiter nichts. Nein, ich fühle mich sehr wohl in dieser Position. Ich versichere Ihnen, es geht mir gut. Es wäre mir ein Vergnügen, Sie irgendwo abzusetzen. Mein Wagen steht am Tor. Ich an deiner Stelle würde mitfahren. Nein, danke schön. Ich komme schon zurecht. Gut, ganz wie Sie meinen. Ich komme zu spät zu einem sehr wichtigen Termin. Ich muss jetzt weiter. Nein! Was ist denn? Das ist mein! Alice, Richard ist wieder in der Stadt. Grad hat er mich angerufen. Diesmal hat er einen Freund mitgebracht. Der soll sehr nett sein. Wirklich, Alice. Und wenn du deine Reize ausspielst, kann der Abend auch sehr schön werden. Ein bisschen Make-up, ein bisschen Parfum. Wie findest du das? Ich will nicht. Du weißt doch, dass ich mit verheirateten Männern nicht ausgehen will. Wer hat gesagt, dass er ein verheirateter Mann ist? Aber Richard ist doch ein verheirateter Mann, oder? Oh, Alice, sei doch nicht so prüde. Wir leben im 20. Jahrhundert. Da hat sich manches verändert. Weißt du das nicht mehr? Mein Gott, Richards Frau ist 200 Meilen weit weg. 200 Meilen. Weit genug, um ihn für mich zu einem Single zu machen. Soll ich anrufen und sagen, wir treffen uns um 7 Uhr? Ach, Mona, spar dir das. Ich bin nicht interessiert. Gut, wie du willst, Schätzchen, aber ich finde, du machst einen großen Fehler. Bitte. Wofür du dich eigentlich andauernd aufsparst, möchte ich wissen. Hier wird das letzte Element eingebaut. Es ist uns gelungen, den Prototyp zu vereinfachen. Dadurch reduzieren sich natürlich die Kosten. Wenn es ein preiswertes Modell ist, hat es bestimmt beste Chancen in Übersee. Dort ist unsere Qualitätskontrolle, Sir. Ich möchte... Das ist interessant. Meine Firma sucht nämlich nach Exportmöglichkeiten für preiswerte Fernsehgeräte. Lassen Sie sich durch den Preis nicht irritieren. Auch wenn die Geräte billig sind, halten Sie den Qualitätsstandard. Aber das können wir ja beim Mittagessen besprechen, nicht wahr? Hm? Oh, entschuldigen Sie, ich habe einen Termin. Aber wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, bitte. Hören Sie, Süße. Wissen Sie zufällig, wo die Angestellten zum Mittag essen? Thank you.
Guten Tag, Madam. Willkommen im Shape Domania. Was darf ich bringen? Ich nehme einen Chefsalat und eine Tasse Kaffee mit Sahne. Oh, wirklich, Miss? Salat ist was für Kaninchen. Wie wär's mit unserer Spezialität? Osso Buco. Hm, wunderbar. Nein, danke. Einen Salat und Kaffee, bitte. Danke. Im Shape Domania sind wir auch bekannt für unseren extrem schnellen Service. Bitte sehr, Ihr Chefsalat. Meinen Sie, ich nehme Ihnen den Kellner ab? Nein. Aber wenn man sich so wie ich am Rande des Bankrotts befindet, dann kann man nicht wählerisch sein, was den Nebenberuf betrifft. Nur, wenn ich als Kellner gehe, ist es schlecht für die Figur. Denn man wird dann leicht dazu verführt, zu viel zu essen. Hm? Ich verstehe. Deswegen joggen Sie. Das ist Ihnen aufgefallen? Aber das Wichtigste ist, Joggen hält fit und gesund. Es führt mich in einen schönen Park und es liefert mir die Rechtfertigung dafür, dass ich Sie betrachte, wie Sie stets auf derselben Bank sitzen, Tag für Tag, Tag ein und Tag aus. Klingt wie die Entschuldigung eines Schuldigen, aber es ist nett, dass Sie das sagen, danke. Sie können das wirklich gut. Was? Na, joggen. Ah, es ist eine Frage der Gewohnheit. Ich bin mein ganzes Leben lang gejoggt. Arbeiten Sie hier? Naja, ich führe nicht gerade Kleider für Yves Saint Laurent vor. Sollten Sie aber. Hübsch genug sind Sie. Sagen Sie mir, was macht ein hübsches Mädchen wie Sie in einem Laden wie diesem hier? Es gefällt mir. Nun, ich meine, haben Sie keine Träume, keine Ambitionen? Ich wollte immer Stewardess werden. Oder Model. Oder Schauspielerin. Ja, genau. So was wollen doch alle kleinen Mädchen werden, wenn sie heranwachsen. Jedenfalls kommt so etwas in Gute-Nacht-Geschichten und Märchen vor. Falsch. Ich war Stewardess. Ein ekelhafter Job. Nach meiner Heirat mit einem Piloten kam er mir noch schrecklicher vor. So, Ihr Mann ist Flieger, hm? Dann gibt es ein kleines Problem. Ich habe nämlich keine Übung, die Frau eines Piloten zu verführen. Ex. Pardon? Ex-Frau. Ah, das macht es einfacher. Jetzt verstehe ich. Gar nichts verstehen Sie. Entschuldigung, ich muss wieder an die Arbeit. Danke für das Essen. Hören Sie, Sie haben es ja gar nicht angerührt. Was habe ich denn Schlimmes gesagt? Weiber. Hey, Greif. Wusstest du, dass der schiefe Turm von Pisa an Gewicht verliert? Toll. Nein, wirklich. 1908 wog er noch 14.486 Tonnen und jetzt wiegt er nur noch 14.202 Tonnen. Was glaubst du, woran liegt wohl dieser Gewichtsverlust? Was weiß ich, vielleicht macht er sich zu viel Sorgen. Du und deine blöden Fragen. Hey, Alice, willst du mit? Nein, danke. Ich habe noch zu tun. Setz dich drauf. Nein, vielen Dank. Ein weiser Entschluss. Du würdest dein Leben riskieren, wenn du bei einem wie ihm mitfahren würdest. Doch vielleicht darf ich dir die Schnelligkeit eines Lancia, die Eleganz eines Cadillac und die Bequemlichkeit eines Rolls-Royce anbieten. Gesteuert von deinem ergebenen Diener natürlich. Na, wie wär's? Nein, danke. Also dann bis morgen früh. Ich gehe jetzt. Na toll. Schildkröte hat's mal wieder vermasselt. Tag, Jungs. War wohl wieder nichts. Ihr habt keine Chance. Ihr schwärmt immer noch für Grinsekatze. Warum gebt ihr nicht auf? Das Mädchen weist auch alle zurück. Die setzt auch hinter ihrem Namen ein Fragezeichen. Sie ist wirklich eine Spielverderberin geworden. Erzähl doch mal Näheres. Fahren wir lieber und trinken noch einen. Oh, nehmt ihr mich mit? Ein andermal, Mona. Was ist bloß mit dir los? In letzter Zeit geht dir wohl alles auf die Nerven. Ja, im Moment laufen die Dinge nicht so gut für mich. Das Geschäft läuft mies und mein Liebesleben läuft noch mieser. Hat dich schon wieder ein Model verlassen? Nein, Queenie. Jetzt mal im Ernst. Ich brauche Geld. Wie viel? Eine Menge. Das ist viel. Ein Kinderspiel für dich. Du bist doch die Herzdame. Du hast Geld und ich? Ich habe keins. Und ich schulde es den falschen Leuten. Die werden dich niemals schnappen, Rabbit. Du bist zu schnell und zu furchtsam. Warum wolltest du keine reiche Frau? Damals, als ich es wollte. Woher stammt eigentlich dein vieles Geld, Queenie? Reiche Ehemänner? Oh, dies und das. Gefällt dir mein Pelz?
Das ist hoffentlich kein Kaninchenfell. She's so young but going much too fast. Maybe we should call her when she gets back home. She seems sad now that she's all alone. I can't ask her, I can't pry what she's feeling and the reason why. We'll drop by later and we'll ask her out tonight. Somehow everything just don't seem right. We ask and we inquire. We wish we could do more for people we admire. But what a good friends for. We ask and we inquire. We could do more, do some more. People we admire. Welcher Tag des Monats ist heute? Der vierte. Sie geht zwei Tage nach. Ich wusste, Butter bekommt im Uhrwerk nicht. Dann werden wohl ein paar Krümel reingekommen sein. Warum nimmst du dazu auch das Brotmesser? Es war aber allerfeinste Butter. Nimm dir etwas Wein. Ich sehe aber keinen Wein. Da ist ja auch keiner. Wie unanständig, dann welchen anzubieten. Dein Haar braucht einen Schnitt. Dein Kopf braucht ebenfalls einen Schnitt. Immer gut in Form, was? Das finde ich nicht. Ich bin ziemlich fertig. Ja, ja. Und aus welchem Grund ist deine königliche Stirn sorgenumwölkt, Queenie? Es ist immer derselbe. Mist. Als offen gesagt, ich habe nie verstanden, was du an dem Kaninchen findest. Vielleicht sind es nur seine Ohren. Ach, Hutmacher, Hutmacher, warst du jemals verliebt? Ja, permanent, ununterbrochen. Natürlich, in dich selbst. Hast du mich denn jemals richtig angesehen, Queenie? Stell dir mal vor, er hat den Nerv, mich um Geld zu bitten. Also, wenn du meinen Rat willst, mach ihn einfach arm. Dann kommt er zu dir zurück, gekrochen. Vielleicht will ich ihn doch gar nicht mehr. Gefällt mir schon besser. Aber vergiss nicht, ich mag, was ich kriege, ist nicht dasselbe, wie ich kriege, was ich mag. Denk daran. Er hat Probleme. Oh Mann, ja, er hat Probleme. Ja. Ich kann ihm als Einzige da wieder raushelfen. Runter mit seinem Kopf. Was, ohne Verhandlung? Du kennst meine Meinung. Erst kommt das Urteil, dann die Verhandlung. Entschuldigen Sie, ich möchte wissen, wo die Concierge ist. Sind Sie das vielleicht? Könnte ich werden, wenn sie kündigen würde. Ist sie da? Ich muss sie sprechen. Es ist persönlich. Ja, sie ist da drüben. Wollte den Platz fegen. Dankeschön.
Mensch ist nicht richtig im Kopf. Lovely lady, how I could use your advice. Could you? I'm the man of honor, but you have your price. Sure I do. I have seen a girl who looks very nice. Really? Does she live here? Is she married? Please be precise. Does she live here? Is she married? Please be precise. Do the old Phoenician trick. Watch my hands because I'm quick. Take a step and then you kick. And do the old Phoenician trick. Come on now, do the old Phoenician trick. Well, I'm sure that you're a man of great acclaim. Am I? And I guess I may be able to drop her name. Oh, yes, please do. Alice is delightful and very tame. Great. Yes, she lives in, no, she's single. Sure, glad you came. Yes, she lives in, no, she's single. Sure, glad you came. Do the old Phoenician trick. Watch my hands because I'm quick. Take a step and then you kick. And do the old Phoenician trick. Come on now. Do the old Phoenician trick. Pretty lady, you have been so nice to me. That's my job, of course I do it without fee. Just a small donation, don't you agree? Does she live here? Yes, she's single, talking is free. Does she live here? Yes, she's single, talking is free. Do the old Phoenician trick. Wash my hands because I'm quick. Take a step and then you kick. And do the old Phoenician trick. Come on now, do the old Phoenician trick. Trick. Watch my hands because I'm quick. Take a step and then you kick. And do the old Phoenician trick. Come on now. Do the old Phoenician trick. Do the old Phoenician trick. Do the old Phoenician trick. Watch my hands because I'm quick. Flughafen, bitte. Flughafen, bitte. Fahren Sie hierhin, fahren Sie dorthin, immer schnell irgendwo hin. Wie bitte? Sprechen Sie mit mir? Da hinten sitzt keiner weiter, oder haben Sie einen unsichtbaren Freund? Erwarten Sie bloß nicht, dass ich mich dauernd umdrehe, um mich zu unterhalten. Ich muss nach vorn sehen. Und tippen Sie mir nicht auf die Schulter, damit ich schneller fahre. Aber ich habe niemanden auf die Schulter getippt. Nein, noch nicht. Aber Sie werden es tun, wenn wir an der nächsten Kreuzung stehen. Und dann werden Sie mich fragen, ob ich nicht schneller fahren kann. Ich finde, das ist aber wirklich eine originelle Art, um mit mir eine Unterhaltung anzufangen. Und von mir aus können Sie ruhig langsamer fahren. Eine neue Sorte Annäherungsversuch, das ist schlau. Wie sind Sie darauf gekommen? Einfach so, denke ich. In Wahrheit habe ich es nicht eilig, hinzukommen, wo ich hin will. Na, das ist mal was anderes. Zu meiner Zeit haben sich die Mädchen ein Bein ausgerissen, um pünktlich zu ihrem Rendezvous zu kommen. Tja, die Welt hat sich sehr verändert. Hören Sie doch auf mit der Welt. Ich bin es. Ich bin anders geworden. Das ist Blödsinn. Niemand verändert sich wirklich. Nehmen Sie mich. Wenn ich morgens aufstehe und beim Rasieren in den Spiegel schaue, dann bin ich immer noch der Alte. Man sieht nur genauer hin, wenn man älter wird. Das stimmt. Wir müssen alle in diesen Spiegel schauen. Würden Sie bitte warten? Haben Sie Grinsekatze gesehen? Sitzt da drüben. Wann können wir uns treffen? Vielleicht können wir zusammen etwas trinken. Wie ist es? Gut. 227? 227? Erfahrener Nord 1. 99. 99. Na fein.
Ich bin Sonnabend in London, dann rufe ich Sie an. Wieder die Abschleppnummer. Immer noch die alte Grinsekatze. Aber Darling, bleib Entschuldige, ich verpasse noch meinen Flug. Dann guten Flug. Sie hatte Schwierigkeiten mit ihrem Gepäck, da habe ich ihr nur ein bisschen geholfen. Gibt es einen Grund, dass du mich sprechen wolltest, oder soll ich wieder gehen? Alice, würdest du dich bitte setzen? Bitte, setz dich hin. Ich verlasse Chris. Ich bedauere, was damals zwischen uns beiden vorgefallen ist. Sie auch? Sie fühlt sich auch nicht wohl. Mhm. Sie hat dich immer noch gern. Sie ist deine beste Freundin. Sie war es. Du hast eine seltsame Art von Zeitbegriff. Hör zu, es ist mir egal, wie du das siehst. Ich will dich wiederhaben. Deswegen mein Anruf. Unsere Trennung ist doch Wahnsinn. Wir sollten es noch einmal zusammen versuchen. Für wie lange? Was meinst du mit wie lange? Ich meine, was soll die Frage? Für wie lange? Ich meine, warten wir auf eine neue Chris? Oder ein Anruf aus London, oder? Alice, du kannst mir so etwas nicht übel nehmen. Ich nehme dir doch gar nichts übel. Ich bin dir dankbar für diese Pause. Dadurch habe ich begriffen, dass ich dich nicht brauche. So, wisch dir das Lächeln aus dem Gesicht und sag deinem Anwalt, er soll die Papiere schicken. Warte, Alice. Nein, ich warte nicht. Ich will frei sein. Ja, und ich fühle mich großartig dabei. Das ist ein Grund zum Feiern. Spendier dir selbst einen Drink, okay? Bye. Well, sir, I'd like to go for a ride. I don't care much about the fare or place you decide. A train, a plane, the airport will do. So drive, Mr. Driver, 'cause I've got to find something new. Drive on, well that's all you can say. Nobody ever asked me about the way I'm feeling today. You're in a hurry, and I wonder why. You might steal a plane, but nobody steals the sky. Bring on those changes. Make Sandy glad. That's not the strangest change. You can have. I wonder who you think you are. You can't be near, so you think you have to go far. I've seen your face and I know your kind. You catch a plane and try to leave your troubles behind. So who are you? Can you tell me, dear? I just don't know. I guess that I'm a face in your mirror. A caterpillar, you should understand. You disappear and then you come back dressed as a man. Bring on those changes. Make sad be glad. That's not the strangest change you can have. A train, a plane, the airport will do. So drive, Mr. Driver, 'cause we're bound to find something new. We'll take the world and turn it upside down. Change the things that we think need changing around. If things are different, then they're not the same. So share your sunshine and I'll give you some of my rain. And who am I? Can you tell me, dear? I just don't know, I guess, that... You're a face in my mirror.
Wisst ihr, dass der Präriehund eigentlich gar kein Hund ist? Er ist ein großes Nagetier. Hey! Das ist der Mann, von dem ich euch erzählt habe. Und was will der hier bei uns? Ich habe nicht die kleinste Ahnung. Ich ja. Den finde ich alles andere als angenehm. Alice, da musst du vorsichtig sein. Im England des 16. Jahrhunderts durften Junggesellen das Haus nach 9 Uhr abends nicht mehr verlassen. Sehr vernünftig, oder? Alice, hör mal. Du bist im Moment sehr verletzbar und wir wollen uns ja nicht einmischen, aber schließlich sind wir doch Freunde, stimmt's? Schach der Dame. Hey, Alice. Könntest du mir ein sehr, sehr scharfes Messer besorgen? So ein sehr, sehr scharfes Messer? Was willst du denn damit? Das erzähle ich dir ein andermal. Sag, stimmt was nicht? Gar nichts stimmt. Da drüben diese Doris, siehst du sie? Die ist gemein. Sie hat mir meinen Freund weggenommen, weißt du? Aber dafür wird sie teuer bezahlen, das schwöre ich. Oh, du bist also schon alt genug, Freunde zu verlieren. Nur einen, weißt du? Ich habe ja noch zwei andere Freunde. Aber es tut doch immer weh, jemanden zu verlieren. Da hast du recht. Niemand kann ganz allein sein. Through doors strangers have opened, tears turning to rivers I have cried, storybook people by my side. Once we were small, see how we've grown. Living in each and every sound, drunk of the shadows, whispering love, you're only dreaming. May I be alive. I never began, so I won't end. It's just romance. Everything's real, so I pretend. Drunk of the shadows. This is my world. Let love be your light.
Das ist er nicht, oder? Ah, guten Abend. Ihre Vermieterin hat mir gesagt, dass der Wasserhahn tropft. Ich bin der Klempner. Wer ist das gewesen? Nun, es war Ihre Vermieterin. Naja, ich meine die Concierge. Ich war vorhin schon mal da, aber Sie waren nicht zu Hause. Wie Sie sehen, ist mein Bankrott viel schlimmer, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Mein reguläres Gehalt reicht immer noch nicht aus. Deshalb arbeite ich zeitweise gezwungenermaßen sogar als Klempner. Abgesehen davon wollte ich auch noch mal mit Ihnen sprechen. Nach unserer letzten kleinen Begegnung habe ich befürchtet, Sie würden mir nicht mal aufmachen. Deshalb habe ich mich verkleidet. Das trifft sich gut. Der Wasserhahn tropft tatsächlich. Kommen Sie! Zeigen Sie mir, was Sie können. Gut. Bitte halten Sie Abstand. Sehr schön, Sie sind gut ausgerüstet. Oh, das ist doch nichts weiter. Ah, da ist er. Er muss doch nur festgeschraubt werden. Vielleicht brauchen Sie eine neue Waschmaschine. So ein Mist! Stehen Sie doch nicht einfach so da! Tun Sie doch etwas! Jetzt haben wir den Salat! Ja, was gibt es da zu lachen? Ich finde das überhaupt nicht komisch! Ich wollte Sie zu einer Party einladen! Holen Sie mir einen Drink! Ich habe Ihre Wohnung unter Wasser gesetzt. Da ist es das Mindeste, dass ich Ihnen etwas zu trinken anbiete. Champagner. Der passt zu Ihrer Haarfarbe. Und die Musik sorgt für die richtige Stimmung. Ich vermute, die Platten sind schon oft gespielt worden. Oh, ja, Sie... Oh, Sie haben ein paar Kratzer. Ich muss mich entschuldigen. Das müssen Sie nicht. Jetzt weiß ich, was ich Ihnen zu Weihnachten schenken werde. Wissen Sie, wenn man sich der Stimmung überlässt, dann vergisst man doch meist. Technische Mängel. Bin gleich wieder da. Wie wär's mit etwas weniger Romantik? Und ein bisschen mehr technischer Perfektion, hm? Queenie? Rabbit. Wie schön, Rabbit, dass du gerade anrufst. Ich vermute, du rufst an, um mir zu sagen, dass du nicht zu meiner Party kommst. Nein, ganz im Gegenteil. Ich komme nicht nur, sondern ich bringe noch jemanden mit. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Oh, Rabbit, du weißt doch, mein Haus ist dein Haus. Und du weißt auch, dass du deine Freundin ruhig mitbringen kannst. Ist es schon wieder ein neues Mannequin, Rabbit? Du wirst schon sehen. Sie wird dir gefallen. Jedenfalls klingst du glücklicher, Rabbit. Viel, viel besser gelaunt. Deine Probleme sind wohl gelöst. Das ist der falsche Moment, um darüber nachzudenken. Ich komme schon zurecht. Dann ist es mir ein Vergnügen, dich heute Abend zu sehen. Bye-bye, mein Häschen. Oh. Sie hören Sie! Sie sind gefeuert! Freunde?
ganz bezaubernd. Ja, bin ich das. Es wird ein sehr amüsanter Abend. Ich weiß, ich habe von Ihren Partys gehört. Ich bin sicher, Queenie wird dir gefallen. Sie ist eine gute alte Freundin. So hear your friends and gather round. I'd like to welcome you to town. I'll have some Russian caviar. Dear boy, would you light my cigar? The champagne's chilled to start the feast. Now won't you change the glasses, please? This pink champagne does suit my taste. I think I see a brand new face. You're right, March Hare, and it's a must that someone here introduces. My pleasure, Queenie. May I present a rather delicate element? Her name is Alice, a pretty child. I hope you're going to stay a while. Smart up, they're talking small. They like important cheese. Talk small, don't talk at all. Now change the glasses, please. Change the glasses, please. I say, March Hare, I seem to think that Alice doesn't like her drink. Then give her wine, we have a case. The more you drink, the less you waste. I think I've had enough for now. I never drink much anyhow. Oh, nonsense, dear. The night is young. You see, we've only just begun. Don't worry, Alice. They mean no harm. There's really no cause for alarm. It's just a joke. So take it light and try to have some fun tonight. A pretty thing with much to learn. Don't worry, Hattie. You'll get your turn. What did they say? Just let it pass. Would someone here please change this glass? Small talk, they're talking small. They like imported cheese. Talk small, don't talk at all. Now change the glasses, please. Now change the glasses, please. Well, Harry, don't you think it's odd that no one here has touched that card? You're right! You're right, it's such a shame. The cook is fired, he is to blame. She always says that when she's tired. Last time, I think, the maid was fired. Well, look at Alice, Kale's surprise. I've seen that look that's in her eyes. You don't think she could love the rabbit? She'd be the first to break his habit. Don't talk of love. Don't be absurd. I'll have your hands. Don't say that word. Is something wrong? She seems upset. No, not at all. But don't forget, she drank a lot of pink champagne. Now change the glasses once again. Small talk, they're talking small. They like imported cheese. Talk small, don't talk at all. Now change the glasses, please.
Now change the glasses, please. I think it's time to go. Don't you be serious. We're not yet through. The weekend's only just begun. I thought you came to have some fun. You surely want to come along. Well, you say, there's nothing wrong. We'll play some tennis. You ride my horse. I hope you stay. Stay, of course. Perhaps I could. Perhaps I will. I've got a little time to kill. A pretty girl with much to learn. When rabbit's through, I'll take my turn. Well, then it's settled. Quite nice. Quite nice. I put some more champagne on ice. I think I'll have a little wine. Then change the glasses one more time. Small talk, they're talking small. They like imported cheese. Talk small, don't talk at all. Now change the glasses, please. Hast du gewusst, dass Duelle in Uruguay gestattet werden, wenn die Kontrahenten eingetragene Blutspender sind? Was hat dich denn gestochen, hä? Nur weibliche Moskitos stechen. Die männlichen können das nicht. Ich weiß nicht, was du von mir erwartest, denn du sagst ja nichts, wenn du mit ihr telefonierst. Es ist, als würdest du dich mit ihr über die Atlasmotte oder so unterhalten. Wieso glaubst du, dass sie das interessiert? Das ist mir egal. Außerdem gehe ich nächste Woche weg. Ich fange ein neues Leben an. Als was? Oh, keine Ahnung. Josef Conrad konnte, bis er 47 war, kein Wort Englisch schreiben. Du willst Schriftsteller werden? Nein, ich will einfach nur weg von hier. Seit Wochen wollte ich schon mit dir sprechen. Als ich dann endlich den Mut dazu hatte, war es zu spät. Ach, wäre ich ihr doch nie begegnet. Morgens depressiv, abends einen moralischen, wer braucht das schon? Was ich will, ist eine, die dieselben Interessen hat wie ich. Dann such dir eine Bibliothekarin. Nein, du brauchst ein Mädchen, dem du nichts mehr sagen musst. Außer vielleicht, wie hoch ein Floh springen kann. Genau, du hast völlig recht. Keine Mätzchen und keine Spielchen. Ein Mädchen, dessen Antwort ich kenne, bevor ich die Frage gestellt habe. Ich bin kein Seiltänzer, du etwa? Nein, aber ein Seiltänzer aus Ungarn ist ganze 9 Stunden lang auf dem Seil geblieben. Ja, ich weiß auch einiges. Von mir aus bitte sehr, aber das ist nichts für mich. Versuch's mit Kriechen. Jetzt komm, das tut doch nicht weh. Maybe I'm in love again, and maybe I'm not. Ooh, we've been playing hide and seek, and I
come, cut. The street takes me for a walk. No numbers upon the clock. For you love you finally knocked on my door. So let me invite you in to worlds where you've never been. Don't tell me that I can't win anymore. Maybe I'm in love again, and maybe I'm wrong. Been feeling so outside, but now I've been long. December is never cold. No stories are left untold. If you have someone to hold in your arms, for love is a wish come true. You never thought I could, but maybe I can. Oh, baby, maybe I'm in love again. Yes, maybe I am. Don't you know, baby, maybe I'm in love again. Maybe I am. Oh, maybe, baby, maybe I'm in love again. Yes, maybe I. Würden Sie mir bitte sagen, wozu ist das gut, was Sie da tun? Ich rette meinen kleinen Kopf, dazu ist das gut. Mit dem Blumenfärben? Hören Sie, lassen Sie mich zufrieden. Wissen Sie, was mein Boss macht, wenn ich ihm nicht gehorche? Das hier, wenn Sie verstehen, was das heißt. Aber weiß ist hübsch, warum wollen Sie es verändern? Sie können das nicht verstehen. Mein Boss hat mir aufgetragen, ich soll 2 Dutzend weiße Nelken bestellen und 10 Dutzend bunte. Und jetzt habe ich Probleme, ich habe es verwechselt. Ich habe 2 Dutzend bunte und 10 Dutzend weiße Nelken bestellt. Und jetzt gehen Sie bitte weiter, denn ich muss fertig werden, bevor er kommt. Aber Sie besprühen sie doch alle einzeln, oder? Fangen Sie bloß nicht an zu mosern. Tja, ich will Ihnen doch nur helfen. Geben Sie her. Wir fangen mit Rot an, ja? So. So ist es gut. Hopp, wunderschön, was? Jetzt nehmen wir Gelb, ja? Oh, ist das nicht hübsch? Und jetzt Blau. Ah, hübsch, wunderhübsch. Was meinen Sie? Hm? Bezaubernd, was? Und jetzt grün. Geben Sie mir bitte grün. So, grün. Voila! Das ist doch ein bunter Strauß. Und ein schöner dazu, nicht? Wow, Sie sind ein Genie. Ja, ich weiß. Sie haben mir das Leben gerettet. Mach ich gern. Bye. Hey, warten Sie. Für Sie. Oh, danke. Das ist toll. Danke. Dankeschön. Ja, verliebt bin ich wieder. Waschen, schneiden, föhnen, Dauerwelle. Am besten eine Frisur, die Friseure reich macht. Das finde ich am besten. Also, was fangen wir mit dieser Mähne an? Hm, Sie sind reif für eine Veränderung, nicht? Ich schlage etwas Neues vor. Etwas Fantastisches. Oder besser noch? Etwas ganz anderes. Was meinen Sie? Hey! Was ganz anderes. Meine Güte, wir sind ja ganz schön voreingenommen, was? Das muss Ihnen doch nicht gleich die Sprache verschlagen. Mache ich mehr oder weniger? Das überlege ich mir gerade. Sie wollten etwas Neues vorschlagen. Oh ja, sehr gern. Schneiden nicht. Nein. Aber Dauerwelle, ein Hauch von Rosa hier, dann ein klitzekleiner Scheitel hier in der Mitte. Nun, ich möchte doch lieber ein bisschen was. Ja? Eine Spur Rosa und einen winzigen Mittelscheitel auf dem Kopf. Genau. Sie haben einen guten Geschmack, finde ich. Roger, würdest du bitte mal kommen? Ich bin gleich wieder da. Ist gut.
nein, nein, das ist zu kurz! Das soll eine Frisur werden und keine Billardkugel. Ich werde es dir zeigen. Und Sie rühren sich nicht. Sie müssen Geduld haben. I just don't like that rabbit man. It's plain to see that he's cooked up some kind of plan. A little Alice should be on the alert, 'cause she's the one who is bound to get herself hurt. These tailored suits and these pretty shoes are all he's got, 'cause he's nothing else but bad news. And if I see him here just one more time, he'll be in trouble, 'cause I really don't like his kind. Hallo! Alice! Zeit für eine Pause. Ich wollte gern deine Meinung hören. Was tust du denn hier? Spielst du den Botenjungen? Heute ist doch dein freier Tag. Ja, richtig. Ich wollte dir mein neues Ich zeigen. Gefällt's dir? Was meinst du? Hast du es nicht gesehen? Mein Haar! Tja, du bist verändert, irgendwie anders als sonst. Es ist nicht nur deine Frisur allein, würde ich sagen. Irgendwas ist passiert. Sag es nicht, lass mich raten. Ist es ein Mann? Du fragst nie danach, dachte ich schon. Oh, ja, und was für ein Mann, Mona. Ich sage dir, sein Name ist Rabbit. Rabbit? Rabbit! Rabbit? Rabbit! 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 Oh, ich liebe dich, Rabbit! Hast du gewusst, dass die Toten auf der Welt zu den Lebenden im Verhältnis 30:1 stehen? Woher weißt du das? Du bist eben nicht der Einzige, der sich hinter Büchern versteckt. Hey, du hast ja eine andere Frisur. Oh, fein. Endlich hat es jemand bemerkt. Steht dir gut. Oh, danke sehr. Du siehst glücklich aus. Ich finde, das ist ein Grund zum Feiern. Komm, wir trinken ein paar Flaschen Bier. Weißt du, das ist wirklich nett, aber ich kann leider nicht. Ich habe es ziemlich eilig. Ich habe nämlich ein Rendezvous. Ach, wahrscheinlich wieder mit diesem Kaninchen. Oh, Kaninchen hört sich niedlich an. Seit du diesen Flüchtling aus der Morium-Plantage kennst, hast du für niemanden sonst mehr Zeit. Okay. Ich sag dir was. Ich komm doch mit. Aber versprich, dass du mich nach Hause fährst. Gut, das ist ein Anfang. Die Chefin will mich sprechen.
mein Liebling. Komm rein, komm rein. Näher. Du Trottel! Handkuss. Entweder Rabbits Kopf oder deinen. Sieh mal her! Entweder bringst du mir Rabbits Kopf oder es kostet deinen! Rabbit! 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 Was ist passiert? Fährst du weg? Ich bin in Eile. Was ist denn los? Ich habe Ärger. Tja, Ärger ist mein zweiter Name. Wirst du lange fort sein? Für immer. Und was wird mit uns beiden? Was heißt uns? Es gibt kein uns mehr. Es ist vorbei, Alice. In meinem Leben ist kein Platz für uns. Ich liebe dich. Hast du gehört, Rabbit? Ja, ich liebe dich. Hör auf! Du und ich, wir beide können uns nicht lieben. Nein, niemals. Ja, so einfach ist das. Jetzt. Jetzt weißt du wenigstens, was gut für dich ist. Du wirst dich umdrehen und durch diese Tür da gehen. Verdammt! Es gibt Ärger und ich will nicht, dass du verletzt wirst. Bitte, Alice. Ein frohes Weihnachtsfest. Es tut mir so leid. Entschuldige, Alice. Wieso trafen wir uns nicht, als die Umstände günstiger waren? Sag, liebst du mich? Ich liebe dich. Auf Wiedersehen, Rabbit. Wir werden uns wiedersehen. In unseren Träumen. Mag schon sein. Du musst jetzt gehen. Bitte, es muss sein. Versuch's weiter. Wer weiß, was sie tut in der Verfassung, in der sie ist. Sie hat bestimmt den Hörer daneben gelegt. Ich mach mir Sorgen. Ah.
my friend. It's nice to hear your voice. I wouldn't call, but I just had no choice. Everything's fine, I thought you'd like to know. My friends still come around, but work's a little slow. Hello, my friend, just drop by if you can. We'll have a talk, I'm sure you'll understand. How about lunch? Just any afternoon. I'll cook, you bring the wine. Let's get together soon. Hello, my friend. It really has been nice. You're always there when I need some advice. Talk about me, I told you work was slow. My friends still come around, I thought you'd like to know. Versuch es weiter. Habe ich die ganze Zeit. Und was machst du? Ich denke. Na toll. Aber wenn du dir Sorgen machst, warum fährst du dann nicht zu ihr? Thank you.
Questions I really can't tell. My feelings, well, the bottle fell. The pills began to scatter. I started to doubt. It really seemed a good way out. I'm a psychologist, I'm a psychologist, and I can cure you. I'm a psychologist, I'll reassure you. So many books and wishes, and so many lives. I see your face and a disguise. You say I've lost my reason, and I see you sigh. I hope that you can tell me why. I'm a psychologist, and I can cure you. I'm a psychologist, I reassure you. I'd like to thank you, kind sirs. You've come to my aid. But it's not worth the price I've paid. We walk along your wisdom, but cry in the dark. Explain this madness to my heart. We'll start you on your way. Perhaps we'll help today. But when we're finally through, you must help you. Soon you'll be on your own. And when you're all alone, there's nothing we can do. You must help you. I'm a psychologist, and I can cure you. I'm a psychologist, and I can cure you. I'm a psychologist, I'm a psychologist, and I can cure you. I'm a psychologist, and I can cure you. I'm a psychologist, and I can cure you. Schlagt ihm den Kopf ab, ein für alle Mal und sofort. Wieso kann ein Mann nicht sein wie eine Frau? Ja, Mel. Oh nein, wieso denn? Das war das letzte Mal, dass ich großzügig gewesen bin. Niemals wieder. Ja, Madam. Zwei Tage hatte er für die Flucht, aber er vergeudet sie einfach mit dieser Schnepfe. Ja, Madam. Oh nein, Madam. Es ist doch so, oder? Ja, Madam. Nein, Madam. So ist es doch, oder nicht? Oh nein, doch, doch, Madam. Was denn nun? Ja oder nun, nein, oder was? Nein, ja, Madam. Nur, Rabbit. Lauf! Ja, Madam. Oh nein, Madam. Ja, ja. Was macht er jetzt wieder? Siehst du nicht, was er macht? Das wolltest du doch, oder? Jetzt ist er aus dem Weg. Nein, sie ist doch in ihrer Verfassung zu allem fähig. Ich mag ihn nicht, aber was hilft's, wenn sie ihn mag? Doch so leicht kommt er nicht davon. Komm mit! Do 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 do
Ja, hier ist Ihre Rechnung, Sir. Ja, wenn Sie eine Minute warten. Sie können sich wirklich von mir lassen. Wiedersehen. Er wollte nicht, dass er so einfach davonkommt. Ja. Was ist passiert? Wahrscheinlich ist sie ohnmächtig. Sie ist eine sehr sensible Person, wissen Sie? Manche Leute werden ständig ohnmächtig. Ist irgendetwas mit Ihnen? Soll ich Sie irgendwo absetzen? Mein Wagen steht am Turm. Nein, danke. Ich komme schon zurecht. Ich muss jetzt weiter. Bye! Ich finde, er sieht aus wie ein Kaninchen.